Rentenerhöhung 2025. Wie viel mehr Geld können Rentner ab 1.7.25 mehr erwarten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die jährliche Rentenanpassung sorgt für wilde, ja, ich kann schon sagen, wildeste Spekulationen. Wenn ich mir da die Medien, die Online-Berichte im Internet mal anschaue, da wird ja viel gemutmaßt und da wird auch oft so getan, als ob die Rentenanpassung, die neuen Rentenwerte zum 1.7.2025 de facto schon festgeschrieben sind, dass da also 4 bis 7% mehr Rente bei rumkommt. Wir hatten ja dasselbe Phänomen auch im Vorfeld der Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Da gab es ja auch ganz, ganz viele Spekulationen, bis sogar 10% habe ich mal gelesen. Ja, aber wir wissen ja alle, die Realität sieht dann oftmals ganz, ganz anders aus. Und so wird es wahrscheinlich auch mit der Rentenanpassung 2025 laufen. Ich kann Ihnen sicher nicht sagen, wie hoch die Rentenanpassung 2025 zum heutigen Zeitpunkt am 23.10.2024 ausfallen wird. Aber eins ist klar, die belastbaren Zahlen legt uns das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aller Voraussicht nach Mitte, Ende März 2025 vor. Wie viel Rente es geben wird, ich weiß es wirklich nicht. Es gibt aber erste Anzeichen, meine Damen und Herren, dass es eine Rentenerhöhung geben wird. Und zwar als Faktor oder als wichtiges Indiz dafür sind die Lohnanpassungen, die Nominallohnwerte in den ersten beiden Quartalen 2024 gegenüber den Vorjahresquartalen 2023. Und es gibt ja im Rentenrecht diesen Grundsatz, die Rente folgt dem Lohn. Das heißt also, haben wir eine hohe Lohnerhöhung in Deutschland im Allgemeinen gesprochen, dann können wir auch auf eine gute und hohe Rentenanpassung hoffen. Im Jahr 2024 hatten wir ja im Vergleich zum Jahr 2023 Nominallohnerhöhungen im Bereich von 6%. Und wenn wir uns die ersten zwei Quartale im Jahr 2024 dann auch mal anschauen, dann haben wir hier auch Nominallohnerhöhungen, die auch in diesem Bereich rein spielen. Also ich gehe mal davon aus, wenn hier nicht allzu viel daneben liegt oder allzu viel noch passieren wird in den Lohnanpassungen in den letzten beiden Quartalen, dürften wir irgendwo im Bereich 3 bis 5 Promille oder 3 bis 5% Rentenerhöhung im Jahr 2025 erwarten. Aber, meine Damen und Herren, es gibt natürlich dort auch einen Faktor, eine Unbekannte, die wir heute noch nicht kennen, und zwar ist das der Nachhaltigkeitsfaktor. Und dieser Faktor bestimmt, wie hoch das Verhältnis zwischen den Rentenempfängern und den Beitragszahlern ist. Und wenn dieser Faktor sozusagen zu Lasten der Beitragszahler geht, das heißt also immer weniger Beitragszahler da sind und dafür immer mehr Rentenzahler, wirkt sich das sicherlich dämpfend auf die Rentenerhöhung 2025 aus. Aber auch hier gibt es eine Untergrenze und die habe nicht ich festgelegt, sondern die hat Hubertus Heil festgelegt, und zwar mit dem sogenannten mit der Rentenniveaustabilisierung 48%. Das heißt also, wenn in der Rentenwertberechnung sich herausstellen sollte, dass das Rentenniveau von 48% darin unterschritten ist, muss zwingend gesetzlich vorgeschrieben dann der Rentenwert auf dieses Niveau angehoben werden. Und das, meine Damen und Herren, kostet den Steuerzahler richtig viel Geld. Also, meine Damen und Herren, der Preis ist heiß. Wir wissen also nicht, was passiert im März 2025? Gibt es eine fette Rentenerhöhung? Gibt es eine kleine Rentenerhöhung? Ich würde sagen, wir sollten uns überraschen lassen. Erste Anzeichen dafür, dass es eine Rentenerhöhung geben wird, liegen vor. Aber wie hoch die dann tatsächlich ausfällt, das kann ich Ihnen beim besten Willen heute am 23.10.2024 nicht sagen. Und deshalb viel Spaß beim weiteren wilden Spekulieren und viel Spaß beim Anschauen dieser Berichte. Aber alles, was
bis zum Februar, März hier veröffentlicht wird, was nicht von höchster amtlicher Stelle bestätigt wird, ist letzten Endes alles nur wildes Geschieße oder sagen wir mal wilde Spekulation und führen eigentlich letzten Endes zu keinem belastbaren Ergebnis. Näheres zu diesem Thema, Rentenerhöhung 2025, finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen beim Spekulieren viel Spaß weiter. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.